Der junge Mann hier neben mir hat schon einiges gemacht und erlebt, hat mittlerweile in Berlin ein Startup gegründet, ein SaaS-Startup, Software as a Service für kleine und mittelständische Restaurants, sehr spannend. Da werden wir jetzt ein bisschen genauer drüber reden, aber du würdest nicht hier sitzen, wenn es nicht auch eine Vorgeschichte gäbe. Und ich habe es schon ganz kurz erzählt, wir sind im Fitnessstudio nach einem Eintracht Frankfurt-Spiel ineinander gerannt, haben ganz kurz uns ausgetauscht und dann gemerkt, okay, echt crazy, was du schon so gemacht hast. Du warst bei Roland Berger, du warst bei Rocket Internet, du hast deine eigene Firma mittlerweile und du bist auch im Verwaltungsrat von Eintracht Frankfurt, was auch mit Anfang 30 noch nicht so viele geschafft haben. Sehr, sehr krass. Wie kommt man in den Aufsichtsrat, in den Verwaltungsrat von Eintracht Frankfurt? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Genau, Verwaltungsrat von Eintracht Frankfurt. Im Prinzip wird man in den Verwaltungsrat gewählt von der Mitgliederversammlung. Also am Ende entscheiden wirklich die Vereinsmitglieder, wer im Verwaltungsratsgremium sitzt. Das ist dann wirklich eine Wahl gewesen, in dem Fall im Waldstadion mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Und man stellt sich dann tatsächlich dem Publikum, den Mitgliedern vor und dann wird abgestimmt. Und das hat natürlich so ein Stück weit dann Hintergrund, wer sich da auch zur Wahl stellt. In meinem Fall, ich habe in dem Verein Sport gemacht, das ist das eine. Bin aber auch, ja, seit ich denken kann, im Prinzip irgendwie Fan von dem Verein. Und klar, da spielt Fußball dann eine ganz, ganz große Rolle. Und ja, habe darüber über die Jahre ganz verschiedene Charaktere in dem Verein kennengelernt. Und dann ging es vor der Wahl in den Verwaltungsrat, ja, gab es schon den ein oder anderen Dialog mit anderen Mitgliedern, mit Leuten, die dort auch bestimmte Gremien besetzen. Und dann ja, wurde auch so ein bisschen an mich herangetragen, dass das vielleicht eine spannende Besetzung für den Verwaltungsrat sein könnte, meine Person, weil ich ja so ein bisschen eine Affinität für Digitales mitbringe, so ein Verein auch vor gewissen Herausforderungen steht, die auch digitaler Natur sind, die sicherlich sportlicher Natur sind. Und auch die regionale Verbundenheit, ne? Dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ich baue jetzt hier irgendwie eine B2B-Plattform, dann wäre es nicht mehr ganz so naheliegend, sondern so der Eintracht-Charakter, wo ich ja auch Fan bin, ist ja schon auch sehr regional verwurzelt. Genau. Und genau, dann war es für mich auch eine Herzensangelegenheit, da dabei zu sein und irgendwie mein Bestes zu geben, dass der Verein sich auch die nächsten Jahre genauso hervorragend entwickelt, wie es jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren auch der Fall war. Sau spannend. Wir reden gleich nochmal mehr über dein Startup. Da seid ihr 80 Leute, macht irgendwie siebenstellige Umsätze und habt da spannende Investoren mit an Bord geholt und baut das von Berlin aus auf. Aber ja, vielleicht nochmal echt crazy, ne? Weil du jetzt auch in der Zeit dann in diesem Gremium sitzt. So, hol uns vielleicht mal ganz kurz ab, wie dieses Gremium funktioniert. Da geht es nicht nur um Fußball. Und es ist ja auch eine sehr spannende Zeit, dass wir, sage ich jetzt mal, dann auch sagen konnten, na, als Europa-League-Sieger ist es auch ein gewisser Aufwand, den du dann in deiner Amtszeit da einfach auch mal dann mitsteuern darfst. Ja, genau. Also um es besser vielleicht zu verstehen, tatsächlich der Profifußball ist organisiert in der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Und dort spielen sich quasi alle Themen ab rund um Transfers, Erlöse im Profisport und. Das ist alles Eintracht Frankfurt Fußball AG. Und der Mehrheitsgesellschafter der Eintracht Frankfurt Fußball AG ist quasi noch der Eintracht Frankfurt e.V., also wirklich der Verein. Gleichzeitig ist aber im Verein auch der gesamte Amateursport strukturiert. Und da sind dann Abteilungen drin wie Tennis, Tischtennis, Turnen und. Also so ganz breit gefächertes Spektrum. Du warst im Turnen vorher? Ja, genau, tatsächlich. Ja, ganz, habe auch lange Fußball gespielt, aber bei der Eintracht dann tatsächlich im Turnen. Und also ganz breit gefächertes Spektrum an Sportarten. Und dementsprechend ist das Verwaltungsratsgremium im Verein quasi das Gremium, was letztendlich die operative Tätigkeit so ein Stück weit überwacht. Das ist also das, was in der AG der Aufsichtsrat ist, ist im Verein quasi der Verwaltungsrat. Mhm. Geil. Ja, ey, also das ist schon was Besonderes. Da sind die Ladies und Gentlemen, die da sonst neben dir sitzen, sind wahrscheinlich ein Schlag älter, ne? Ja, absolut. Bin dort das jüngste Gremienmitglied.
Trotzdem, ja, sehr respektvoller Dialog und das... Bist ja auch ein höflicher junger Mann, ja. Ja. Okay, aber genug zur Eintracht, sonst schalten hier gleich alle ab und denken sich, was geht hier ab. Eigentlich wollen wir drüber sprechen, über dein CES-Startup. Mhm. Hol uns da vielleicht nochmal ganz kurz ab, was waren da so die wichtigsten Stationen, um dahin zu kommen? Ihr habt 2017 gegründet. Genau. 5 Jahre im Markt. Was waren da die Stationen? Und auch vielleicht ein Fuck-up. Vorher oder dann nach der Gründung? Über im Grunde, was alles davor passiert ist, haben wir in der Folge davor schon gesprochen. Also wenn euch das interessiert, so wo Mario nochmal auf seine Vita, die Roland-Berger-Zeit, die Rocket-Internet-Zeit, darauf einzugehen, haben wir das andere Interview. Aber vielleicht hol uns mal ab, was ist so 2017 passiert, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt. Ich glaube, wir waren noch im Masterstudium. Genau, wir waren quasi im letzten Semester im Masterstudium, meine Co-Founder und ich. Und wir hatten uns das Thema Marketing für lokale Unternehmen so ein Stück weit rausgepickt, haben verstanden, okay, da ist ein ganz großer Painpoint bei den lokalen Unternehmern, insbesondere bei Gastronomen, vorhanden und haben uns dann Gedanken gemacht, okay, wie lösen wir das? Und für uns war klar, okay, wir können jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie eine Plattform bauen, die alle Marketingprobleme des lokalen Unternehmers löst. Sondern haben uns Gedanken gemacht, okay, was wäre wirklich ein innovativer, sehr prominenter Baustein, den es so bisher eigentlich gar nicht gibt im Lokalmarketing. Und 2017 war Influencer-Marketing ein ganz großes Thema. Mhm. Die ganzen E-Commerce-Unternehmen, die großen Konzerne, die haben alle mit Influencer-Marketing entweder gerade gestartet gehabt oder haben ihre ersten Steps gemacht. Und für uns war klar, okay, Influencer-Marketing, das ist eigentlich nicht nur was für Konzerne und E-Commerce, sondern Influencer-Marketing ist auch lokal hochrelevant. Weil du Influencer hast, die aus Berlin sind und denen irgendwie 20.000 Leute auch aus Berlin folgen. Mhm. Und wenn die sagen, ich gehe irgendwo essen, dann kann es schon sein, dass das ein Anstieg. Genau, das hat eine hohe Relevanz und das schärft auch die Brand, das User-Generated Content. Und für uns war dann klar, wir bauen eigentlich als ersten Baustein eine Plattform, um lokale Unternehmen mit lokalen Social-Media-Influencern zu vernetzen und bauen das Ganze so, dass das quasi vollautomatisiert funktioniert. Und das heißt, als kleines Restaurant melde ich mich an, mache mir ein Profil. Genau, richtig. Und dann stellst du im Prinzip Deals auf die Plattform. Du sagst zum Beispiel, okay, ich bin ein Italiener aus Berlin-Mitte wenn jetzt ein Influencer zu mir kommt, und der hat 20.000 Follower, davon vielleicht 2.000, die auch aus Berlin-Mitte sind, dann biete ich dem eine Kooperation an. Der kann hier dann für 20, 25 Euro frei definierbar bei mir im Laden essen und muss dann im Anschluss über das Erlebnis posten, in Form von einer Story oder einem Feed-Posting mit vordefinierten Hashtags und, und. Und wir machen quasi in der Mitte das Matchmaking. Mhm. Also zeigen dem Influencer die relevanten Deals. Und dem Gastronom garantieren wir, der Influencer, der vorbeikommt, die Kooperation einlöst, der macht im Nachgang auch das entsprechende Posting. Mhm. Und das haben wir wirklich als ganz reduzierten MVP dann umgesetzt, 2017. Die Restaurants habt ihr gekriegt, indem ihr hier die teilweise vertrieblich abgeklappert habt? Wir sind wirklich losgelaufen, Tür zu Tür. Und haben dem Gastronomen gesagt, hey, wir bauen ein neues Produkt. Da geht es darum, dass wir Influencer zu dir in den Store bringen wollen. Die sollen über dich posten. Und hast du Bock auf das Thema? Wenn ich sowas höre, stelle ich mir vor, Two-Sided Market. Ja. So das Vertriebliche mit an die Tür klopfen, das ist Fleißarbeit. Wie habt ihr das bei den Influencern gemacht? Ja, genau, sehr gute Frage. Wir haben im Prinzip eine Waiting-List aufgebaut. Wir hatten einfach nur eine Landingpage gebaut und haben gesagt, quasi... Key Value Proposition willst du und zu den ersten 300 Nutzern gehören, die eine lokale Influencer-Plattform nutzen können, lokale Kooperationen im Prinzip bekommen und haben das einfach per E-Mail an die Influencer rausgeschickt. Die meisten Influencer haben die E-Mail-Adresse öffentlich im Profil einsehbar. Das ist auch so vom Datenschutz her fein, weil sie signalisieren sie sind bereit für Kooperationen. Von daher haben wir das einfach gemacht. Und haben auf der Seite, der Influencer-Seite, sehr, sehr schnell gesehen, es ist sehr einfach, dort Traction aufzubauen. Auf der Landingpage war quasi nur ein Kontaktformular. Du konntest dich quasi vorregistrieren. Es war aber letztendlich dahinter nur ein Datenbankformular, aus dem wir quasi dann sehen konnten, okay, wenn wir 1.000 E-Mails rausschicken, registrieren sich
150 Influencer. Mhm. Und wir hatten auf der Seite von Anfang an eine sehr, sehr hohe Conversion und konnten dadurch sicherstellen, auf der Influencer-Seite hat die Plattform eine sehr hohe Attraktivität. Auf der Business-Seite war mehr Education notwendig. Thema Influencer-Marketing ist für viele lokale Unternehmer, auch für Gastronomen, noch komplett fremd gewesen. Trotzdem verstehen das Thema. Gerade moderne Konzepte sehr, sehr schnell. Wie habt ihr sichergestellt, dass dieses, weil Two-Sided-Market ist ja immer dann die Gefahr, dass eins irgendwie ausgeprägter ist, ich das andere dann wieder überkompensiere. Ja. Wie habt ihr dafür gesorgt, dass, seid ihr städtemäßig vorgegangen? Ja. Habt ihr gesagt, okay, Berliner Influencer, Berlin-Mitte, ja, so Stadtteil für Stadtteil? Ja. Wie habt ihr das gemacht? Genau, genau wie du es sagst, haben uns auf einzelne Städte und Regionen konzentriert, um wirklich für die Influencer, die wir auf die Plattform holen, auch direkt ein Angebot zu haben, was relevant ist. Und auf der Unternehmensseite haben wir in der ersten Zeit ein ganz reduziertes Pricing angeboten, das um auch einfach die Erwartungen nicht zu hoch zu stecken. Mhm. Und so ist es uns gelungen, diese Plattform dann, Two-Sided Marketplace, Step by Step. Wie viele Influencer habt ihr jetzt und wie viele gelistete Restaurants? Genau, wir haben mittlerweile knapp 50.000 verifizierte Influencer, die wirklich die Plattform nutzen können. Wir haben nochmal hinten raus, ich glaube, 100.000 mehr Registrierungen. Es ist nach wie vor so, dass ihr beschränkt, wer es wirklich nutzen kann und es diese Waitlist jetzt nicht mehr mit 300, sondern mit 50.000 gibt. Ja, also das ist sozusagen eine Waitinglist, sind sogar knapp 100.000 Nutzer, die wir quasi nicht akzeptiert haben auf die Plattform. Weil wir schon bei der Registrierung dann schauen, sind die Follower echt, woher kommen die Follower, wow, bringt der Nutzer einen Mehrwert für die Plattform mit, bedeutet diese Waitinglist, die hinten dran ist, die ist extrem groß geworden. Genau, und gleichzeitig haben wir knapp 50.000 verifizierte Influencer in Deutschland, Österreich und UK. Und auf der anderen Seite haben wir knapp 600 Unternehmen auf der Influencer-Plattform. 600 Unternehmen. Und das ist jetzt in ganz Deutschland verteilt? Genau, Deutschland, ganz Deutschland, Österreich und einige im UK. Man muss aber ganz klar sagen, dass du dadurch, dass du auf der Influencer-Seite eine starke Konzentration hast auf Metropolen, wir auch für das Modul Influencer-Marketing eine große Konzentration auf Metropolen einfach sehen. Okay. Es macht für uns keinen Sinn, ja, das Influencer-Modul in einer Kleinstadt wie... Ja, ja. Nee, ich verstehe. Ja. Okay, und dann habt ihr mit dem Influencer-Modul angefangen und dann weitere Module hinzugefügt und gesagt, okay, wenn du jetzt dann irgendwie anfängst mit Marketing, dann brauchst du jetzt ein Analytics-Tool, dann machen wir dir irgendwie noch ein Vertriebstool rein und du kannst irgendwie Gutscheine generieren oder was ist da noch alles? Genau, also was wir gemacht haben, wir hatten ja dann quasi den laufenden Dialog mit unseren Kunden, also mit dem Gastronomen, mit dem lokalen Beauty-Unternehmen und haben dann auf der einen Seite das Influencer-Modul optimiert. Also nicht nur Gastro? Nee, wir haben der Großteil der Kunden, knapp 85% ist Gastro, haben aber in anderen Verticals auch Experimente gemacht, einfach um zu plausibilisieren, okay, die Lösung funktioniert auch in anderen Verticals. Ja, okay. Zweitgrößte Kundenstamm ist aus dem Beauty-Segment dann, Friseure insbesondere. Und da können sich dann Influencer umsonst die Haare schneiden lassen, oder? Genau, ja, genau, zum Beispiel, ja. Das funktioniert, ja. Komm ich da? Ich habe mein Instagram ist leider gesperrt jetzt, ja. Irgendwie hat da einer einen Bot drauf angesetzt. Ja. Vielleicht kannst du mir da auch helfen, aber komme ich da mit 3000 Followern, kann ich da... Ja, klar. Was findest dort kleine Kooperationen, ja. 15, 20 Euro Deals, auf jeden Fall. Hier auch im Umkreis sehr, sehr viel. Maloa Poke zum Beispiel. Oh ja, die kenne ich. Die mag ich nicht so, aber da gehen die anderen immer hin. Nee, ist durchaus auch mit einer kleinen Anzahl Followern findest du dort attraktive Kooperationen. Und man muss ja sagen, dass gerade die kleineren Profile eine sehr hohe regionale Relevanz haben. Mhm. Bedeutet, der Content, der da entsteht, ist üblicherweise sehr hochwertig. Ich habe das auch mal, wenn du so sagst, ich habe das mal gemerkt. Wir hatten hier vorher unser Büro in der Torstraße. Ja. Und da habe ich, weiß nicht, weil es in der Nähe war, Republic, das ist eigentlich eine kleine Kette. Aber speziell Umut, der das Restaurant dann irgendwie übernommen und gekauft hat, da haben wir immer wieder gegessen und wir haben 5, 6 Stories gemacht. Ja. Und wenn ich dann Leute auf der Straße getroffen habe oder wenn ich in der Heimat war, haben die davon geredet. Genau. So, und dann haben wir sogar aus Spaß gesagt, wir machen hier einen Inside-Rap bei Republic. Und dann haben Leute in der Phase, wo wir das promotet haben, auch aktiv den da bestellt. Und der hat uns gesagt, hey, da war jetzt letzte Woche wieder so einer. Das waren nicht viele. Das war wirklich total überschaubar. Ja. Aber genug, dass wir drüber geredet haben. Wo ich so dachte,
Ist schon wild eigentlich. Ja, das ist schon hochrelevant. Und wenn du drüber nachdenkst, zumindest ist es bei mir so, wenn ich bei meinen Freunden oder Bekannten irgendwie in der Story eine coole Location sehe, das ist schon was, was ich mir dann auch merke und wo ich dann gerne irgendwie mal vorbeischaue und das ausprobiere. Und du musst ja sehen, der Marketing-Funnel heute für ein Restaurant, der ist so, das Restaurant muss erstmal die Awareness aufbauen beim Kunden, muss erstmal dem Konsument signalisieren, okay, uns gibt's quasi. Dann wirst du darauf aufmerksam als Konsument. Dann gehst du in so eine Evaluation Stage und schaust dir die Location genauer an, checkst irgendwie die Webseite, checkst die Brand, gehst ins Instagram-Profil, schaust dir an, wer ist dort, wie ist das alles. Mhm. Und dann triffst du erst aktiv die Entscheidung, okay, ich gehe da vielleicht wirklich auch aktiv mal hin und kaufe etwas. Mhm. Und speicherst mir vielleicht und dann genau, im Moment. Genau, und jetzt, wie Elfin heute aufgebaut ist, ist so, dass im Prinzip dieser gesamte Marketing-Funnel lässt sich über unsere Plattform automatisieren für den Gastronomen. Also von irgendwie Awareness aufbauen über Ads oder Influencer, über dann eine Brand aufbauen, über Social-Media-Content, Management von Google My Business-Profil oder TripAdvisor-Profil, Content-Generierung über Fotografen, die du bei uns buchen kannst, bis dann hin zu Retention über Review-Generieren, Daten-Generieren von deinen In-Store-Kunden. Cool. Kannst du quasi alles über unsere Plattform automatisieren. Wo seht ihr die größten Potenziale? Also was machen eure 80 Leute? Schrauben die an der Plattform? Machen die teilweise auch noch, also habt ihr die ganzen Freelance-Dienstleistungen und sowas wie Foto, habt ihr das ausgelagert und arbeitet da mit Provisionen oder was? Ja, genau. Muss man vorstellen? Also solche hoch manuellen Leistungen, wie zum Beispiel die Fotografen, da agieren wir als reiner Marketplace. Also du kannst als Gastronom über Elfin einen externen Fotograf buchen. Mhm. Bedeutet, da haben wir auch nur eine kleine Marge, aber sind im Prinzip auch nur die Matchmaking-Plattform. Mhm. Unser Entwicklungsfokus liegt schon auf den Software-Modulen. Also zum Beispiel auf dem Thema Review, wo es für uns darum geht, dass wir für den lokalen Unternehmer die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um erstens Reviews zu generieren, um Reviews zu managen, Reviews über AI zu beantworten und Daten zu generieren vom Konsument, die er dann braucht, um den Marketing-Funnel wieder zu automatisieren. Reviews über AI beantworten, das ist ein Ding. Genau, ja, es ist ein spannendes Thema. Ja. Du hast Betriebe, die kriegen teilweise 20, 25 neue Bewertungen am Tag. Wir helfen denen auch aktiv, ja, bei ihren Kunden Reviews zu generieren, auch um Daten zu generieren, um auch Knowledge zu generieren, wie kommen die Speisen an, wie ist der Service, ist für viele Gastronomen extrem wichtig. Mhm. Auch wichtig zum Beispiel für den Google-Algorithmus, wie du dort auftauchst in der Suche. Und dann stellen die Rückfragen oder was zum Beispiel? Teilweise geht es dann auch darum, irgendwie eine negative Review schnell zu beantworten. Mhm. Und AI macht quasi dann zum einen die Auswertung. Okay, total was, Sinn, ja. Was wurde jetzt genannt in dem Review-Text? Ist es Service positiv, Service negativ? Und macht dann auch Vorschläge mit Blick auf, okay, was könnte eine passende Antwort spannend sein. Spannend. Was ist eure Vision? Wo soll das hinwachsen? Also geht es darum, jetzt wirklich so erstmal den deutschsprachigen Raum zu erschließen oder wieder Rocket-Manier, Internationalisierung? Wo seid ihr da gerade? Ja, also es sind zwei Themen für uns. Das eine ist Produktvision. Und da sagen wir HubSpot for Local Businesses, sagen wir immer intern. Wer HubSpot nicht kennt, es geht quasi um Marketing-Automation plus CRM-Automation. Und unsere Zielgruppe war ganz klar der unabhängige, kleine, lokale Unternehmer. Das produktseitig, Go-to-Market-seitig ist es so, dass wir jetzt ganz stark in die Skalierung gehen. Wir haben vor knapp 4 Monaten nochmal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit starken Investoren und wollen jetzt deutlich skalierfähiger werden. Wir sind gekommen dann oder haben uns stark entwickelt 2018, 2019 in den Bereich Outbound Sales. Und das ist immer noch der Bereich, wo wir die größten Sales-Erfolge erzielen. Mhm. Aber diese langfristige Skalierfähigkeit als SaaS-Plattform, die erreicht man nur, wenn man eigentlich Product-Led Growth knackt. Ja. Und das ist für uns jetzt aktuell eine große Herausforderung, an der wir arbeiten, dass wir oder weswegen wir zum einen am Pricing arbeiten, an unseren Modulen arbeiten,
an unseren Inbound-Kanälen arbeiten, am Onboarding arbeiten, um neben dieser starken Outbound-Unit jetzt eine starke Inbound- und Product-Led-Growth-Unit zu bauen. Und wenn wir das schaffen, dann ja, schafft man auch diesen klassischen Hockeystick, wo man... der schon in Mannheim gelehrt wurde. Genau, wo man dann hinten raus dieses exponentielle Wachstum idealerweise sieht. Saugeil, also nicht schlecht. Hat mir auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dazu gegeben. Und obwohl es B2C ist, sehe ich schon auch ein paar Parallelen zu der B2B-Welt. Wir nutzen auch HubSpot. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn ihr das Ding mal richtig getrieben habt, könnte es sogar perspektivisch für HubSpot als neues Kundensegment auch spannend sein, sowas mit reinzunehmen. Ja. Ne? Ein bisschen weit weg noch, aber... Ja, also wir verstehen es schon als B2B-Business, weil am Ende unserer Kunde, der Kunde, der uns bezahlt, ist der lokale Unternehmer. Ja. Die agieren schon an... Ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Die agieren schon an vielen Stellen wie ein Privatkonsument und die Sales-Cycle sind auch super kurz. Weil du mir beim letzten Mal gesagt hast, es sind halt echt eure richtig guten Kunden, die halt den größten Wert aus dem Produkt schöpfen, sind halt nicht die, die schon auf Franchise-Ebene sind, die vielleicht irgendwie regional dann 5, 6 haben und eine indirekte Person dann für Marketing, sondern es sind die, die halt eher noch kleiner sind. Deswegen. Genau, sind aber schon Unternehmer letztendlich. Ja, ja. Aber du hast recht, in der Kaufentscheidung agieren die oft wie eine Privatperson. Es sind auch wirklich kurze Sales-Cycle, das ist das Schöne an dem Segment. Aber es ist schon... bei Design irgendwie B2B SaaS letztendlich. Sau cool, Mario. Ich bin echt gespannt, wo es noch hinführt. Wenn man jetzt sagt, super spannend, was er da erzählt, spannende Plattform, will ich mitwirken, will ich mehr darüber erfahren, was ist da der beste Weg? Genau, mich persönlich am besten bei LinkedIn suchen. Man findet mich da sehr gut und genau, da bin ich auch am besten ansprechbar. Cool, vielen Dank, Mario. Freut mich sehr. Dank dir. Und jetzt seid ihr wieder gefordert. Ihr habt es gehört, wir hatten eine kurze Folge, wo wir über Marios Vita gesprochen haben. Fahrt euch die auch gerne nochmal rein. Es ist auch absolut wert, da in ganz kurzer Form zu hören, was da der Weg dahin war, was da auch für nötig ist. Und gebt uns euer Feedback, guckt euch andere Folgen an. Und danke, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Talk About Consulting.